So. Ich höre dich doch wieder in meinen Kisten am Arbeiten. Entschuldigung, es muss Platz für den Trockenbeton finden. Fair. Kann nichts dafür, dass du so ungeordnet bist. Nein! Wegen Monstern, du meinst ausleuchten oder unter Wasser setzen. Das sind Optionen, aber die möchte ich gerade alle nicht nutzen. Ich spare mir die Holzkohle. Kohle. Jo. Guck mal, du hast jetzt so viele Stacks Trockenbeton. Ein Moment. Und es mache noch mehr. Das wird am nächsten psychotisch los. Es braucht nur noch mehr Kies. Und ein bisschen mehr Sand. Aus Kies kannst du meinen nehmen. Ich sage, wenn du Kies brauchst... Ich schon getan habe, aber es habe Moment. Ich schon getan. Moment! Ich hab den gerade im Inventar. Luft? Ja. Geh zur Grube. In den Kisten bei der Grube liegt auch Kies. Die Grube. Doch, Sand. Nein. Nein, in der Grube ist kein Sand. Mhm. Oh Gott! Lilliputaner-Horde! Lilliputaner-Horde! Das Game ist mir raus. Das war gruselig. Wie, sind die gerade einfach an dir vorbeigerannt? Ja! Yeah. Wie der Creeper vorhin. Haben wir vorbeigerannt hinterher. Oh, Hundis! Aktiviert Abwehrmaßnahmen! Weil wir sollten uns wieder auf unsere Respawn setzen. Lilliputaner! Hundis, fresst sie! Fresst sie! Gute Arbeit! Gute Arbeit, Hundis! Unsere Respawn-Punkte sind immer noch im Dorf. Wir sollten uns in. Schießt dir Pfeil in den Kopf und rennt weg. Unsere Respawn-Punkte sind immer noch im Dorf. Also im anderen Dorf. Wir sollten die hier jetzt wieder setzen. Ja. Und die Nacht schlafen. Oh ja, Gott, gleich. Ich hab gerade auf die Uhr geguckt und dachte, es wäre 29 Uhr und ich war voll verwirrt. 29 Uhr? Das ist ja hart. So ein 30-Stunden-Tag? Ja. Gute Arbeit, Schnuffelwuffel. Na, Schmelling, das passt schon. So, erstmal, ich hab mich so. Okay, wieder ein Klickspunkt ist gesetzt. Hey. Hey. Okay, es ist scheinbar heute Tag, wo sich alle meine Kisten bedienen. Ich hab nur ein bisschen auf den Karol. Sobald es Tag ist, gehst du in die Grube und hol den Rest des Kieses ab. Und dann gehst du Sand farmen. Tu das mal. Ich bin sofort wieder. Juhu. Heute ist nicht Tag. Bediene dich an Eisens Kistentag. Heute ist. Ja. Genau. Schmelling ist ein Tag der offenen Truhe. Okay, damit bin ich. Was weinst du jetzt, Abyss? Ich habe gerade keine Zeit. Ich werde gleich gesprengt. Ich glaube, das interessiert deinen Kater recht herzlich wenig. Zu viele Slabs hergestellt. Es gibt niemals zu viele Eisen. Das ist nicht unwahr. So. Für die Markierungen der Füße werden hier die Fackel noch dazugesetzt. Macht es einfacher, das Ganze dann abzumessen. Oder von der Entfernung zu sehen. Wie hast du eigentlich den Stein hier hergestellt? Welchen? Den du als als Fundament hier nimmst. Ich habe viel als Fundament genommen. Meinst du den weißen oder den am Rand? Den am Rand. Das passiert, wenn du Cleanstone brennst. Was ist Cleanstone? Regulärer Stein. Ah. Wenn du regulären Stein nochmal brennst, dann kriegst du glatten Stein. Okay.
Was? Beschwerst du, dass du keine Kartons mehr hast, die du kaputt machen kannst? Ist das, was bei dir vorgeht, Katze? Ja. Da kommt er angetigert. Du wolltest eine Katze haben, du musst damit zurechtkommen. Das ist wahr. Keine Einwände. Ja, ihr beiden sitzt noch so ganz alleine. Okay, guck mal an. Brennen, brennen, brennen. Let them burn, let it burn, let it burn. Burn, burn. Wie habe ich denn da unten gemacht? Ah, oh ja, ja. Stimmt, hier war ja noch. Das war einfach die Übersicht. So. Ach was, Schmeling. Das war vollkommen unabzusehen. Wir alle wussten, was passieren würde. Musste passieren. Was musst du? Hä? Nix. Eisen? Ja. Eisen? Nein. Also? Ich höre. Vielleicht. So. Wir haben übrigens schon sehr lange keine Räuber mehr gehabt, denen ich die Flammen klauen konnte. Ich glaube, die kommen nicht in die Nähe, wenn die wirklich kein Dorfbewohner mehr sind. Was? KC! Abyss! Was? Abyss? Komm mal her. Ah. Katze. So. Willst geschmust werden, nehme ich an hier. Ihr müsst mal Kätzchen streicheln. Hoffen, dass er dann einen Chill kriegt. Er hat keinen Chill. Glaubst du dran? Ja, das ist ein Stück Plastik. Und was willst du damit machen, Katze? Streichen. Okay, er hat's geklaut. Von mir aus, tu das. Hast du einen Pass? Du musst dir das vorstellen, wie das hier gerade ausgesehen hat. Ich komme mir in die Bude, sehe dich einfach durch alle Kisten durchgehen und dann guckst du mich ja plötzlich an mit deinen Augen, kommst du keinen Schritt näher, hast du mal ein Eis, hast du mal ein bisschen Zucker, was ist es, was du willst, was ist es, wofür du hier reingekommen bist? Hast du Stöcker? Nein, ich hab's doch nicht. Ich brauche eine Staufe. Hier, nimm den Spaten. Dankeschön. Wo ist deine Grube? In der Grube kannst du nicht buddeln. In der Grube. Ich weiß, aber ich wollte den Kies schon mal abholen. Und danach wollte da, ich dann in die Luft, du bist vor kurzem in die Grube fast reingefallen. Da hinten, in diese Richtung. Geh. Ja, aber wo ist der? Geh. Abstieg. Den findest du, wenn du ausreichend schaust. Snow ist der Abstieg einfach nur einen Schritt nach vorne. Und er wurde seine Sachen los. Hey, er kriegt ganz viel Beton von mir. Oh, wie das ausgesehen hat. Ah, ich hab den Abstieg gefunden. Nein, das ist der Abstieg. Vor allem, nicht Holzhacken gehen, nein, hast du mal ein paar Stecker? Ich muss euch auch Holz hacken gehen noch. Das sind die Blumen.
die Blumen gefunden, die ich so mal gesucht habe. Ja, okay, ach, Mann. Ich sage einfach nichts dazu. Ich glaube, es ist eine sehr weise Entscheidung von mir. Nun. Ich muss jetzt Holz hacken gehen, weil ich Leitern brauchen werde. Viele Leitern. Wer will fleißige Handwerker sehen, der muss mit Eisen Holz hacken gehen. Aber was für ein Material wäre eigentlich ganz gut für die Innenseiten dieser Wände? Denn natürlich, die Arkaden sind nicht einfach so. Das ging. Das ginge auch sehr mäßig aus. Ich blicke gerade, die Arkaden hat sich so zum Schritt weit offen zu lassen, damit man so einen Gang hat, den man lang gehen kann. Der Nachteil. Ah, es funktioniert nur mäßig. Wenn ich hier einen breit lasse, dann könnte es gehen. Leiter! Kann ich die Wände so lassen? Hat man innerhalb der Arkade noch so einen Rundgang? Und wo aus man noch ein bisschen gucken kann? Das gefällt mir, der Gedanke. Dann können wir auch zum Nutzen daraus ziehen, dass wir hier diese komischen Doppelwände hier haben. Oder diese komische Doppelschicht. Okay. Warum brennen da unten schon die Nachbarn? Warum hast du eine grobere Zugang? Hab ich. Was? Du hast dann Cobblestone. Weil ich da drüber latschen musste, um ein bisschen Kohle zu kommen. War wertlos, den Cobblestone-Block zu entfernen. Entfern den Block, Luf. Der war prim. Hab es, aber da war kein Kies dran, also war es wertlos. Ach so. Nein, ich erstatte die Haltbarkeit deiner Spitzhacke nicht zurück. Ja, ist okay, du hast mich schon mit deiner Schaufel bezahlt. SG-Sand abbauen. Gesandbauen, was? Oh. Yay. Okay, genau, aber die Frage nach dem Material habe ich noch nicht geklärt. Es fungiert übrigens auf 4,5 Stunden Schlaf. Perfekt, mehr braucht man auch nicht. Heute Morgen. Oh, aua. Ich könnte. Ich habe einen Stick gefunden. Du hast was gefunden? Oh, cool. Okay, ich brauche 4 Stacks Sand und 8. Und ein bisschen mehr, weil. 4 Stacks Sand und 8 was? 8 extra. Oh, das ist, was ich machen werde. Ab oh Gott, Strand. Das wird teuer. Ab zum Strand. Also, was wird teuer? Ja, ich habe gerade Sachen festgestellt, die ich noch machen muss hier. Okay. So viele Stickies. Ich muss jetzt auch mal bei der Grube vorbeischauen. Hab ich noch Kabel hier? Ja, habe ich. Okay, gut. Dann muss ich jetzt bei der Grube vorbeischauen. Zur Verschwendung, sondern die verbrennt zwar 100, aber das sind ja relativ gleich. Die Eimer zurück. Richter würden das Ganze einfacher machen, dann müsst ihr aber welche davon bauen.
Ich warte, bis hier alles vollgelaufen ist. Erstmal können 8 Stacks Kobbel wieder brennen. Sticks. Okay. Oh nein. Steckst du nicht drin? Du hast meine ganze Wertsachenkiste sortiert. Ja. Also nicht ganz sortiert, aber ein bisschen. Okay. Nach Materialien. Ja, ich. Es ist in Ordnung. Ich sage mal, es ist wertgeschätzt. Auch wenn es mich kurz mal schockiert hat. Wie soll ich jemals meine Sachen wiederfinden? Oh, das ist einfach. Du suchst einfach nach Material. Das ist Quatsch. Okay, oh nein, genau. Jetzt hat man nicht genug Sand. Es kann morgen wiederkommen. Oder es bauen wir ein Haus. Am Strand. Wo Sand ist? Wo Sand ist. Du machst mir gerade Angst. Jetzt erst? Ja. Es kommt aber ziemlich spät, also. Ich weiß. Der Blut spät. Mag ein bisschen sein, aber es kann auch von mir aus eng sein. Das ist in Ordnung. Wenn Zeugen kommen, dann wird es gehen. Wer hat ihn gesagt? Ja, das hat er. Oh nein. Wage ich das? Ist eine gute Idee? Ziemlich sicher nicht. Was hast du wieder vor, Eisen? Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht ein bisschen geschwungener aufbauen könnte. Ich wünschte, es gäbe vertikale Slabs. Sehr schön. Wieder? Ein bisschen, alles gut. Und das letzte, was man von ihr hörte. Wir machen das folgendermaßen. Diese Dinge, die bleiben massiv. Ich hätte theoretisch versetzte Säulen dahinter setzen können. Na, um das ist der Zickzack hier durchzulatschen. Lassen wir es gerade. Natürlich. Jedes Mal, wenn ich hier hingehe. Jedes Mal. Dann musst du aufhören, dein Netz zu gehen, Luf. Aber woher soll ich sonst den Sand kriegen? Den Sand gibt's hier wie Sand am Meer. Weil es Sand am Meer ist. Sehr also eng. Also sehr viel. Ich kann das Ganze noch ein ganzes Stück weiter zurück einfallen lassen und wir die Karte noch breiter haben. Dann wäre sie mir zu breit. Gebe ich zu. Dann ist der Gedanke, dass wir das so hier setzen. Das ist bulkig. Aber es ist schon in Ordnung. Weil hier eine Wand reinkommt, dementsprechend geht das schon klar. Und das geschwungene... Machen wir das aus den Ziegeln selbst. Denke ich. So. Okay. Hm.
Ich habe gerade wieder den Creeper-Bug gehabt. Ach, dass der Creeper keinen Sound gegeben hat? Ja. Ziemlich uncool. Junge, komm hier rüber. So. Nein! Die beiden hatten ja schon aus. Ich habe Block aus den gesetzt. So. Gut, gut. Wo war ich schon? Genau, hierbei. Das ist schon sehr bulkig. Kann Bulk rausnehmen, wenn ich das da entferne. Hier wird immer nur den Kern. Der Kern draußen ist, dann kann ich bei dem Kern was anderes einsetzen. Vielleicht Glowstone oder sowas, um eine kleine Lichtquelle zu geben. Aber gleichzeitig erfüllt das den Zweck, dass es da weniger zusammengedrückt wirkt. Ob ich überhaupt Glowstone habe oder ob ich das immer abgetreten habe. Gott. So. Eigentlich wollte ich von meinen 1000 Holzhacken gehen. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das Ganze hier doch funktionieren kann. Und dann... Dann muss das Baumaterial, das wir haben, verheizt werden. Verbraucht und verheizt ist verbreizt. Genau. So und nicht anders. Muss aber wahrscheinlich den Lava-Generator ein Stück weit verschieben. Ist es noch Nacht draußen? Ja. Ja. Okay. So, komm mal her. Oh, guck mal. Arschloch rochen. Ah, oh, shit. Das ist unfair, es hat zumindest die ganze Nacht hingelegt. Aber da ihr euch ins Schlafen gelegt habt. Ja. Ich bin unsagbar weit von meinem Bett entfernt, das heißt, ich kann das mal zurückrennen. Das Leben ist ein wirklich unfairer Ort, da hast du recht. Nein! Was ist? Mein Großteil meines Sands ist gespawnt. Oh. Nein. Das ist natürlich nicht toll. Dann renn ich einfach mal zurück.
Wenn auch die Leute aufwachen. Ja, es ist immerhin schon wieder früh. Ja, es ist schon wieder 12 Uhr. Ja, ich bin gerade zurück auf dem zum Weg in mein Dings. In mein Haus. Hey, du da oben, komm hier runter. Deswegen wurden die Rochen nochmal eingeführt. Ich habe nicht die geringste Ahnung, um Leute da abzufacken, damit sie schlafen gehen. Ja. So, also ich bin jetzt wieder in meiner Bude. Oh, es ist tags, ne? Ja, gerade ist Tag. Ihr könnt nur nachts oder während eines Gewitters schlafen. Ja, genau, schlafen. Spawnpunkt kannst du trotzdem setzen, aber... Tagsüber schlafen geht nicht. Tja. Frage nicht von mir, warum die das so entschieden haben. Ja, weil das so ist. Genau, das ist wohl die Begründung, die die haben. Genau. Ja, dann mache ich meinen Stream mal aus. Okay. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Cheerio. Ich brauche noch eben schnell den Lava-Generator hier zu Ende. Oder ich verschiebe ihn gewissermaßen wieder ganz kurz. So. So, damit ich nämlich in der Lage bin, den hier da rauszunehmen. Und den glatten Stein schnell loszuwerden. So. Und um die restlichen Arkaden kümmere ich mich auch beim nächsten Mal. Ja. Denn ich denke, das kann was Gutes werden, ja. Du hast jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stacks und 20. Natürlich kommt mir direkt die Irrsinnige entgegen. Von Verschwendung vom Pfeil. Ich will nur kurz mal den Nether warzen und auch kurz mal mitnehmen. Natürlich muss Abschaum hier aufkreuzen und direkt ärgern. Genau, schlag ihn! Schlag ihn! So. Meine Dankluf für diese riesigen Massen an Trockenbeton. Ja. Das hat nichts zu tun. Ich bin mir sicher, alles wird benutzt werden, sobald die Straße dann irgendwann gebaut werden kann. Es gibt dir nur Vorsprung. Genau. Ich meine, es nimmt inzwischen schon ordentliche Formen an, wenn man das mal ansieht. Also der Sockel ist bald fertig, würde ich schätzen. Noch lange nicht, aber bald. Aha. Denn ich muss unten noch einmal die Wände durchziehen. Dann muss ich schauen, was ich mit der unteren Etage des Sockels machen möchte. Und dann muss ein riesen Baugerüst her, das einfach bis nach da oben hingeht. Damit ich drumherum dann die Form bauen kann, in der dann der Beton eingelassen wird. Ja. Nun, da habe ich meine Dateien wohl sehr gut zusammengeschoben, Schmeling. Eisen? Ja. Wie? Was meinst du? Okay. Ich sehe nicht, was du meinst. Miau!
Ich erinnere, dass ich vorhin gesagt habe, ich habe genug Hunde. Ich habe ja 2. Und ich habe dir gesagt, das hat damals auch mit 2 angefangen. Das ist wahr, aber ich habe niemals genau spezifiziert, wofür ich genug Hunde hatte. Ich würde dich jetzt gerne schlagen. Es würde aber nach hinten losgehen. Ja, ja, ich glaube, das würde es. Warte. Ja, was passiert, wenn ich geschlagen werde? Was passiert, wenn ich geschlagen werde? Kartoffel? Nun gut, damit, liebe Gemeinde, vielen Dank fürs Zuschauen bei mir in der Aufnahme und auch bei mir im Stream. Besonders im Stream. Und ich hoffe, ihr fühlt euch unterhalten von der Wiederkehr von Minecraft. Wir sehen uns bei der nächstbesten Gelegenheit wieder, wenn wir dazu kommen, weiterzumachen. Im Gegensatz zu Battlefield Gothic Armada, wenn das nicht so gelernt habt, dass wir das machen, sobald die Folgen ausgehen, sondern wann immer wir Zeit und Lust haben. Ja. Ja. Dementsprechend wird es schwierig, nur über YouTube alleine aufzuholen, aber es wird schon gehen. Wird schon passen. Ja, wird schon. Guck dir mal diese Proportion Kopf-Körper an. Süß, ne? Insofern, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Oh. Aha! Nein. Hundi, komm zurück, Hundi. Hundi, genug. Okay, bis zum nächsten Mal. Cheerio. Tschüss.